Mündungsbremsen-Mod. Können wir die hier reinhauen? Sieht gut aus. Machen wir da rein. Keine Ahnung, was sie bringt, aber es wird fantastisch sein. So, dann bin ich ja froh, dass wir Munition gefunden haben, ne? Wenn jetzt schon wieder hier so ein roter Tag kommt. Ich weiß nicht, wie man die benutzt. Ich probiere das Ding mal aufzustellen. Ich dachte mal, das braucht irgendwie Strom, aber ich sehe immer, dass andere damit ganz locker arbeiten können. Nein, Mann. Nein, auch nicht. Ja, geht der denn los oder? Also ich kann ihn nicht länger drücken, dass man sagen könnte, könnte da jetzt Munition reinmachen oder so. Ich weiß es nicht, was der jetzt macht. Wir hatten ja beim letzten Mal schon ganz viele davon. So, dann können wir den Grill noch hier reinschmeißen. So. Und dann haben wir hier doch noch leere Gläser und Ditte. Und die AK, die können wir dann hier hinlegen. Und die Schaufel, die können wir eigentlich wegpacken. Das kann auch noch weg. Und das Reparaturkit sollten wir mitnehmen. Der Eisenhammer ist natürlich nicht schlecht. Nehmen wir einfach mit. Und das Jagdgewehr kann hier bleiben, wa? Ich glaube, damit fahren wir am besten. So. So, lassen wir das erstmal. Tag 4 rot. Die werden wir aber nicht benutzen erstmal. Sonst haben wir also ganz schnell keine Munition mehr. Wir könnten im Bauernhof reingucken. Das Haus haben wir jetzt fertig. Ah, diese Verseuchung, die stört mich schon wieder. Oh, eine Hundehütte. Beware of Dog. Ist da der Bunker drin? Glaube schon. Problem beim Bunker ist, da kommen wir ja nicht runter. Da wäre aber trotzdem noch eine schöne Kiste. Dann gehen wir doch nochmal reingucken. Und was packen wir mal weg? Die AK, die brauchen wir nicht. Ich glaube, die werden wir nicht nutzen. Die werden wir erst machen, nehmen, wenn wir viel Munition haben. Vorher müssen wir noch ein bisschen auf Sicherheit arbeiten hier. Ist wahrscheinlich ein Klo drin oder eine Couch oder so. Oh. Bewegungssensor. Okay. Gut, hier ist ein Schrank drin. Mit Essen. Super. Aber das Essen gleich mit eingepackt. Die Waffe ist nicht nachgeladen, ne? Nö. Dann werden wir das mal tun. Weil wir sollten doch jetzt mit einer Waffe rumlaufen, wenn der Tag da oben schon rot leuchtet. Sollten wir auch vielleicht darauf achten, dass wir geschützt sind. Leiter drin, oder? Wenn wir erstmal eine Leiter bauen, dass wir da runterkommen. Du alleine? Guck mal, ich hab einen Hammer. Oh, nicht genug Stamina. Na klar. Guck mal, ich hab eine Eisenkeule. Ja.
Quietsch doch nicht so hoch. Aua, Mann. Jetzt blutig. Toll, hast du ja toll gemacht. Manu. Wollt ihr doch nur meine Eisenkeule zeigen? Ah, nur stirb doch mal bitte. Dankeschön. So, Holz haben wir bei, war ja. Da könnten wir vielleicht mal eine Eisenleiter machen und darunter krabbeln. Weiß nicht, 4 müssten reichen. Also die letzten Airdrops waren echt Mist. Na, ja, wir sind verseucht. Ist voll weit weg. Wer weiß, ob wir hier über Berge müssen. Nee, komm. Jetzt schenken wir uns jetzt mal kurz. Weil mit Airdrops hatte ich bisher immer Pech. Na, bück dich mal. Ups. Oh. Ja, ich brauche noch mehr Leiter, ne? Aus Holz? Warte, dann nehmen wir auch Holz. Na, bück dich. Na, bück dich. Puh. Hallo? Keiner da? Ihr seid ja langweilig. Hoffentlich kriegen wir Antibiotika. Keiner drin. So. Was haben wir denn hier schönes? Munition finde ich gut. Im Klo ist nichts. Hier ist eine Couch drin. Auch nicht. Oh. Also mit dem Loot haben wir Glück. Bin glücklich. Aber ich weiß immer noch nicht, was am vierten Tag passiert. Da wird doch nicht gleich wieder eine Horde kommen, oder? Wäre sehr heftig, wenn am vierten Tag gleich eine Horde kommt. Was war denn das? Pilz? Einfache Glühbirne, okay, 4 Stück. Wir finden sehr viele elektrische Sachen diesmal. Oh, das haben wir alles. Hier haben wir alles. War ja. Dann fehlt ja nur noch der raus. Und dann müssen wir sehen, wie wir wieder rauskommen. Hallo? Keiner da? So, den können wir lesen, wa? Na, wie geht es dir, Freund? Wenn du diesen Brief liest, solltest du wissen, dass meine Leute dich beobachtet haben. Erledige diese kleine Aufgabe für uns und vielleicht darfst du dann die Williams beitreten. Falls nicht, dann mach dich schnell vom Acker. Slick, glatt wie ein Aal will. Herausforderung, töte ein paar Hirsche. Eine heftige Herausforderung. Also vor Hirschen. Hirsche sind schon heftig. Mal gucken, ob ich die aufkriege. Wir haben ja schon lange keine Schlösser mehr geknackt. Läuft. Ah, da breche ich nicht wieder. Wir haben nicht mehr so viele. Danke.
Okay, wir haben noch so ein Teil. Bloß ich weiß nicht, ob die Strom brauchen. Und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Wir brauchen ein paar Woodframes, wa? Und da wird es langsam echt kritisch. Drei Stück. Und dann brauchen wir Leiter, ne? Wahrscheinlich hopsen uns gleich ganz viele Zombies auf den Kopf. Ich habe ein gutes Gefühl. Hallo? Woher weißt du denn bitte, wo ich bin? Das kannst du nicht wissen. Ich war unter der Erde. Wieso kommst du hierher? Außer ihr bringt Antibiotika mit. Dann ist er natürlich eigentlich herzlich eingeladen. Ah, kann auch anders. Ja. Nochmal. Oh. Glück gehabt, die wollen gerade zuhauen. So, hier haben wir alles mitgenommen? Nein. Natürlich nicht. Ah, alles weg. Ach, wir sind schon wieder voll, wa? An einem Tag zweimal zurücklaufen, weil die Taschen voll sind. Es war ein guter Tag. Ein erfolgreicher Tag. Es war ein der beste Tag, den ich kenne. So, klein machen, klein machen. Ein Rezepte brauchen wir nicht. Ach so, gut, mehr können wir nicht zerlegen. Weiter geht's. Ja, wir mussten uns nicht durch die Bunkertür hauen, die 100 Jahre gedauert hat. War so ganz einfach. Müssten wir uns nur vielleicht wieder ein bisschen Holz mitnehmen, wa? Kann ich die Leiter auch hier ranhängen? Nee, schade. Dann hätte man die Bäume hochklettern können. Wäre auch nicht schlecht. Vielleicht sollte ich noch ein paar Wooden Spikes machen. Wer weiß, was in der Nacht passiert. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Oder ist das das Zeichen für die Hundehorde? Da kommen die nicht mehr alle 7 Tage, sondern jetzt erst ab dem 4. Tag. Und dann alle 7 Tage. Ich bin so unwissend. Komm, machen wir mal ein paar Spikes. Können wir die nicht bauen? Die können wir nicht mehr bauen? Warum nicht? Hier. Da. 14 Stück. Dauert mir jetzt zu lange. Fangen wir an zu bauen. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Man sagt ja nicht umsonst, Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Wenn wir jetzt wieder ganz schön überladen sind. Vor allem unser Haus ist überhaupt gar nicht abgesichert. Wir haben da eine Holzbude. Ich würde schon echt gerne wissen, was heute passiert. Trinken wir mal einen Schluck Wasser jetzt. Warum habe ich denn jetzt wieder... Oh, Scheißerei. Ey, das Wasser war abgekocht. Mano.
Gut, dass wir die Stahlachs gefunden haben. Damit arbeitet sich das viel schneller. Wenn man Stamina hätte. Jetzt haben wir nämlich nur hier unsere Verseuchung, sondern auch noch die Kakeritis. Ach ja. Herrlich. Echt gut. Obwohl wir frisches Wasser getrunken haben. So, den Baum werden wir noch mitnehmen und dann müssten wir ja erstmal. Warte, den alten Stuhl, warum trägt den denn mit? Was wollte ich da machen? Ich wollte hier mal eine Suppe essen. Ja, wir haben auch Hunger, sehe ich gerade. Gut, schnabulieren wir gleich noch eine Dose. So, wie viel können wir noch bauen? 26. Okay, dann fühle ich mich schon mal wesentlich besser. Also dann sollte ja fast gar nichts mehr schief gehen. Dann nehmen wir noch ein bisschen Holz mit und verbessern unsere Bretterbude. Ist jetzt der Plan. Bis es Nacht wird. Ach Mann, das nervt mich mit der Stamina. So schwer kann es doch nicht sein, einen Baum zu fällen. So, dann nehmen wir den noch und dann haben wir auch keine Zeit mehr. Gut, wir laufen zu dem, damit die Stamina sich ein bisschen auffüllt. Der sieht sowieso nicht mehr so schön aus. Also ich möchte nur mal sagen, dass ich die Zombies auf sehr hart eingestellt habe. Und dass ich am vierten Tag Gewitter nicht mag. Und auch nicht, wenn die Zahl des Tages rot angezeigt wird. Am vierten Tag. Und da fühle ich mich nicht sicher. Machen wir das am besten einfach jetzt ransetzen. Wie viel haben wir denn insgesamt? 38. Ich habe mir ein schlechtes Gefühl. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Da laufe ich selber rein, das ist das Problem. Ach Mann. Ich hätte mir die Patch Notes durchlesen sollen. Ich hatte die vorhin noch offen. Einer fehlt. Toll. Dann fehlt der halt. Du, die Frage stelle ich mich auch. Warum habe ich die Zombies so stark eingestellt? Weil mir das sonst so einfach ist. Aber da kamen die Zombies nicht am vierten Tag. Hm.
Wo ist meine Steinaxt da? Habe ich noch Zeit, das Haus ein bisschen aufzuwerten, bitte? Haben wir ein bisschen Eisen? Eisen, 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 Eisen. Haben wir. Ich glaube, wir sterben gleich. Ich sitze in der Bretterbude. Ich bin schwer krank. Das wird nicht gut enden. Sollte ich die Zombies jetzt vielleicht nochmal leicht einstellen? So nachträglich? Die Holzplanken kann man gar nicht mehr mit Eisen aufwerten? War das beim letzten Mal auch so? Dann war nicht beim letzten Mal noch mit Eisen aufgewertet und dann erst mit Stein? Na gut. Ich glaube, das wird gut. So, wir haben noch einen Geschützturm hier, wa? Ob die funktionieren, weiß ich nur nicht. Stell ihn jetzt einfach hier hin. Oder werden wir sehen. Oder ob die noch irgendwelche Komponenten brauchen, die ich jetzt nicht habe. Weiß ich nicht. So, die Kiste ist voll. Super. Dann bauen wir noch eine Kiste. So, alles, was raus kann, kommt raus. Alles andere kommt dann in die andere Kiste. So, dann müssen wir halt irgendwann mal aufräumen. So, mehr kriegen wir weg. Obwohl es wahrscheinlich Blödsinn ist, wenn die Zombies hier erstmal reinkommen, hauen sie uns die ganzen Kisten weg. Ich werde mal die guten Sachen vielleicht in der Tasche behalten. Die Glühbirnen zum Beispiel und das Ding. Haben wir noch irgendwelche guten Sachen hier? Nein, eigentlich nicht. Wertvolle Sachen haben wir noch nicht wirklich. So, das kann erstmal hier rein. Das kann... Naja, lassen wir mal da. Nö, mehr haben wir nicht. Bei mir herrscht immer Ordnung. Immer. So, du bist nachgeladen. Ich komme wirklich. Da kommt echt eine Horde. Ich habe ja eigentlich gehofft, es wäre ein Spaß, aber nee, die kommen. Okay, die räumen ja kräftig auf. Ey, wisst ihr, welcher Tag heute ist? Runter von meinen Spikes. Gut, die Dinger machen gar nichts. Na gut, wenigstens sind sie doof. Ja, danke fürs Übertreiben, ey. Das ist doch eine Verarschung hier, ey. Das heißt nicht 7-4 to die, sondern 7 days. Na gut, wenigstens hoppst du so noch nicht hoch. Aber ich glaube, ich bin froh, dass ich Spikes gesetzt habe.
Okay, überstanden. Gar kein Problem. Ach Gott. Kommt noch jemand? Nee. Gut, haben wir geschafft. Wer hat auch was anderes gedacht hier? Naja. Weiß gar nicht, warum ich mir so eine Gedanken gemacht habe. Feuerwehr-Axt, die würde ich schon gerne mitnehmen. So, was reparieren wir denn mal? Das Ding könnten wir reparieren. Wir haben leider nur drei von den Reparaturkits. Bei mir herrscht immer Ordnung. Ordnung muss sein. So, und die reparieren wir mal. Gut. Dann haben wir ja die vierte Nacht überlebt. Haus steht noch. Und wir sollten vielleicht mehr Spikes benutzen, wa? Das Haus haben sie echt nicht angerührt. Finde ich gut. Die hatten gar keine Sonne. Trotzdem finde ich es übertrieben. Zumal da ziemlich viele Zombies kamen. Warum wird denn das gerade hell und jetzt wieder rot? So, dann werden wir uns jetzt auf den Weg zum Airdrop machen. Ich habe Hoffnung, dass wir da vielleicht nochmal aus Versehen Antibiotika finden. Ja. Meine, mehr kann uns nicht mehr passieren hier. 4 Tage eine Horde. Aber ich glaube, wären wir jetzt gelaufen, wo der Erdraub gekommen wäre, hätten wir die auf freiem Feld gehabt, die Zombies. Und das wäre dann wahrscheinlich ziemlich kriminell geworden. So, Feder nehmen wir immer noch mit. Denn wir können doch noch ab und zu mit Pfeil und Bogen schießen, ne? War da was oder war da nichts? Ich war mir unsicher. Denn, machen wir dich mal dahin. Ich glaube, wir können besseren Bogen bauen. Ich weiß nicht, aber ich guck mal. Und? Ne, ist genauso scheiße. Gut. Wir müssen das skillen. Noch. Achso, die Pistole hätte ich mal auch reparieren sollen. Das ist ja die wichtigste Waffe, die wir haben. So, du kannst aber den roten Himmel wegnehmen. Kommt kein Zombie mehr. Alles gut hier. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt auch, dass wir da hinlaufen. Bei meinem Glück wahrscheinlich nicht, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir Antibiotika finden. Aber wie erwartet sind hier Berge, ne? Na gut, geht eigentlich. Und unsere Kakeritis geht bald weg. Oh. Ja, Gewitter, alles schön. Wie viele Punkte haben wir jetzt eigentlich? Wir hätten noch 2 zum Ausgeben. Gut isoliert von Landleben. Bei uns läuft ein Wildschwein oder so.
Vielleicht sollten wir eiserne Magen haben, dass wir nicht hier andauernd Durchfall bekommen. Hallo Wildschwein. Ja, komm, wir machen mal Ditte und Ditte.